Arbeit. Danke an Ulle. Weltklasse. Immer wieder Österreich. Mir gefällt es sehr. Es ist sehr interessant, wie die Spieler trainieren und so weiter. Man merkt auf jeden Fall, dass sie Qualität haben. Ultra cool. Eine sehr schöne Erfahrung. Macht voll viel Spaß zum Zuschauen. Es ist voll cool. Mir gefällt es richtig gut, dass ich halt mit meinen Freunden da bin und dass ich da zuschauen darf. Und das ist richtig cool, dass ich da Tricks abschauen kann. Mir gefällt es auch, weil da sieht man einmal die Spieler in echt und das Training ist auch sehr cool. Das Training war sehr interessant zum Schauen. Alles super, was halt ein bisschen stört ist halt der Regen. Da fühlt man sich halt wirklich wie eine Überschwemmung. Ja, und aus der Nähe finde ich es voll gut. Auf jeden Fall, also wir sind sehr, sehr glücklich, dass so viele Fans da sind und wir freuen uns auf die Euro, so wie die Fans. Ja, Weltklasse. Und vor allem, dass keine gegangen sind, nachdem es so zum Regnen angefangen hat. Super. Ja, es hat ein bisschen umgeschlagen, leider, aber so ist es halt einmal in die Berge. Ne? Da kann man es nicht garantieren, dass Wetter schön bleibt. Ja, wir machen gerne die Autogramme und sind alle happy heim. Ja, ich bin sehr glücklich. Haben uns jetzt ein paar Minuten Zeit genommen, freuen uns natürlich, dass so viele zahlreiche Schienen sind, auch bei dem Wetter. Das ist echt unglaublich bei dem Regen, bei dem Wetter. Es ist wirklich schön, dass so viele Leute uns unterstützen vor der Euro. Das zeigt, was die Mannschaft an Euphorie entfacht hat. Und ich glaube, genau diese Energie, die wir da jetzt von den Leuten bekommen, ich glaube, die müssen wir mitnehmen nach Deutschland und dann mit ihrer Unterstützung da auf einem guten Weg zu sein. Das Warten hat sich gelohnt. Richtig cool. Trotz dem schlechten Wetter finde ich es gut, dass die Autogramme geschrieben haben. Ich hoffe, sie vertun sie mal nicht für die Euro und ich finde, es ist voll krass, dass so neben uns, dass so nah bei uns sind und wegen die Autogramme. Voll. Super zufrieden. Es ist toll, dass die stehen bleiben, obwohl das Wetter so schlecht ist. Sehr lieb von ihnen. Wenn die Fans jetzt wirklich so lange aushalten und uns dazuschauen, dann glaube ich, ist das auch ja, irgendwie so unsere Pflicht, dass wir da irgendwie ein bisschen was zurückgeben. Ich glaube, die Euphorie merkt man. Es kommen von Lehrgang zu Lehrgang immer mehr Leute und vor allem auch Kinder daher. Und ich glaube, wir können eine irrsinnige Freude machen, wenn wir da ein paar Autogramme schreiben. Und da ist das Wetter dann auch wurscht. Nein, das war der beste Moment heute. Trotz des Wetters. Generell für immer. Wir kriegen voll viele Autogramme, es hat sich voll ausgesagt, da stehen zu bleiben, ist voll geil. Ich bin sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden.